In einem, wie in den letzten Tagen auch schon, eigentlich ziemlich schläfrigen Wall Street gab es heute zwei Aufreger. Und beide Aufreger haben mit Joe Biden zu tun. Einmal wegen der Kapitalertragssteuer und andererseits wegen dem Budget für das nächste Fiskaljahr, den Infrastrukturausgaben. Das wollen wir uns mal anschauen. Die Dinge laufen, wenn all das so kommen würde, was Joe Biden sich hier vorstellt. Und das ist nicht sicher, weil der Senat da zustimmen muss. Der Senat würde zustimmen können, wenn es eine einfache Mehrheit geben würde. Die gibt es aber nicht, weil die Republikaner dagegen sind. Dann gibt es jetzt das Instrument der sogenannten Reconciliation. Das würde bedeuten, dass eine einfache Mehrheit im Senat reicht. Das kann man unter bestimmten Umständen machen. Das allerdings würde noch etwas dauern. Deswegen will Joe Biden lieber mit den Republikanern sprechen, um doch irgendwie eine einvernehmliche Lösung zu erzielen für die Infrastruktur. Und jeder Amerikaner weiß, ja, da muss man was machen. Das ist schon ziemlich schlimm, was diese Infrastruktur da zu bieten hat. Aber erstmal schauen wir uns mal hier an. 6 Billionen US-Budget for next fiscal year. Also 6 Billionen net slash. Das wäre also dann wieder mehr als 10% Defizit zum BIP. Wir erinnern uns an selige Zeiten, da galten die Maastricht-Kriterien Europas als vorbildlich oder der Eurozone mit 3% maximaler Verschuldung zum BIP. Die USA würden dann auch im nächsten Fiskaljahr deutlich über die 10% Minus kommen und sie sind ja 2020 auch schon ganz, ganz leicht drüber gekommen. Also die Dinge, die arten immer mehr aus. Man hat das Gefühl, das wird immer mehr MMT, Modern Monetary Theory. Du kannst unbegrenzt Geld drucken, solange keine Inflation entsteht, ist alles Suche. Dass letztendlich das Hokuspokus ist und nicht funktionieren kann, steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist vielleicht die einzige Chance für eine Welt, die so dermaßen verschuldet ist, die letztendlich eines aufzuweisen hat seit den 1980er Jahren, nämlich, dass die Schulden deutlich schneller wachsen als die Wirtschaft. Um das zu kaschieren, unsere Wohlstandsillusion aufrechtzuerhalten, wird die Welt zugeschissen mit Geld, auf Deutsch gesagt, um eben hier weitermachen zu können wie bisher. Ob das gut geht, daran kann man gelinde gesagt zweifeln. Schauen wir uns aber zunächst mal diese Infrastruktur an in den USA. Wie alt ist die eigentlich? In den USA hat man ja überwiegend noch Stromleitungen überirdisch, über Straßen etc. Das ist also schon ein bisschen spätmittelalterlich, was da teilweise der Fall ist. Wir sehen hier Brücken zum Beispiel durchschnittlich 44 Jahre alt in den USA. Dämme 57 Jahre alt, Lock Chambers, also Schleusen 63 Jahre alt. Das ist also schon eine ziemlich harte Nummer, die sanierungsbedürftig ist. Und ja, man muss da Geld in die Hand nehmen. Die Frage ist nur, wie refinanziert sich diese ganze Geschichte und kriegt man eine politische Einigung hier zustande? Und wir sehen, wie man das jetzt gegenfinanzieren will. Das Weiße Haus rechnet damit, dass man 3,6 Billionen im nächsten Jahrzehnt durch höhere Steuern würde erzielen können. Damit würden 1,4 Billionen dann als Defizit übrig bleiben. Ja gut, wir sind derzeit so über 23 Billionen an Verschuldung, was den Staat betrifft. Mit Unternehmen, mit Privathaushalten sind wir über 80 Billionen. Die Amerikaner, die lassen sich sehr gut gehen. Ja, man lebt nur einmal. Die Inflation, so das Weiße Haus, soll austoppen bei 2,3%. Good luck with that. Mal sehen, ob das wirklich funktioniert. Ich habe da meine Zweifel. Aber sei es drum. Jetzt kommen die Republikaner und sagen, ja, okay, wir müssen ja schon was tun in Sachen Infrastruktur. Und man schlägt jetzt insgesamt 928 Milliarden vor für die Infrastruktur. Allerdings würden dann 506 Milliarden für Brücken und für größere Projekte, Infrastrukturprojekte genehmigt werden seitens der Republikaner. Man ist da sehr weit auseinander noch. Jetzt hat Biden heute gesagt, ja, wir nehmen das sehr ernst, wir wollen darüber reden. Aber es ist unwahrscheinlich, dass es hier schnell eine Lösung gibt. Biden will hier wirklich aus dem Vollen schöpfen und das wird mit den Republikanern nicht zu machen sein. Also wird es darauf hinauslaufen, dass die Demokraten versuchen werden, das im Alleingang hinzubekommen. Aber wie gesagt, das würde noch ein bisschen dauern. Und jetzt nochmal zu dieser ganzen Verschuldung und Wachstumsthematik, was wir hier sehen. Dunkelblau, das ist das Wirtschaftswachstum, wie es die CBO vorsieht, prognostiziert. CBO ist das Congressional Budget Office, also praktisch
das offizielle Haushaltskomitee, wenn man so will, des amerikanischen Parlaments, des amerikanischen Kongresses, also jetzt nicht irgendwie eine Schätzung von Journalisten, Wirtschaftswissenschaftlern, sondern das ist offiziell das, womit hier die Politik in den USA arbeitet. Und man geht davon aus, dass bis 2050 die Verschuldung der Amerikaner bei 140 Billionen Dollar liegen wird, also ein massiver Anstieg. Und gleichzeitig dunkelblau sehen wir das erwartete Wachstum. Wir dürften dann immer weniger wachsen. Und das heißt, wir werden diese ganze Situation, in der wir seit den 80er Jahren sind, vielleicht noch krasser erleben. Noch viel, viel mehr Schulden bei noch viel weniger Wirtschaftswachstum. Dieses Wirtschaftswachstum ist auch so gering, weil immer weniger eben investiert werden kann in sinnvolle Zukunftsprojekte, sondern immer mehr dann auch für die Schuldenbedienung gebraucht werden muss. Ja, welcome to MMT, man kann es nicht anders sagen. Anders ist diese Illusion scheinbar nicht aufrecht zu erhalten. Nun kann man sagen, gut, was interessiert mich das? Ich will an steigenden Märkten partizipieren, das ist legitim. Aber ich sehe meine Aufgabe darin, eher aufzuklären darüber, was eigentlich läuft. Die Schlüsse kann man selber draus ziehen. Das ist der ganze Wahnsinn, der da läuft. Man kann sich an diesem Wahnsinn bereichern. Man kann sagen, gut, es gibt keine andere Möglichkeit, so ist es eben. Aber es ist, wie ich finde, schon bedenklich und irgendwann fliegt uns dieses System vielleicht aus der Kurve. Das ergibt auch der Blick auf die Bilanzsummen der Notenbanken. Da sind wir jetzt bei 26 Billionen Dollar. Aller wichtigen Notenbanken hier kombiniert, also Bank of Japan, Bank of England, EZB, Fed. Und das ist also die Steigerungsrate, die wir sehen, wenn wir uns mal angucken. Wir waren in der Finanzkrise, also 2007, 2008 waren wir ungefähr bei 4 Billionen. Wir haben also jetzt mehr als verfünffacht die Bilanzsumme der Notenbanken und das ist genau das große Problem. In der Finanzkrise war die Welt schon verschuldet, aber halt noch nicht so verschuldet. Es musste eben nicht so immense Summen in die Märkte gepumpt werden, um diese ganze Geschichte noch irgendwie aufrecht zu erhalten. Dieser Chart, der sieht aus wie einst Bitcoin oder Tesla. Und da ist die Frage, wie kann eigentlich der Ausstieg überhaupt gelingen aus einer solchen Situation? Wie kann die Bilanzsumme sich da reduzieren, wenn die Welt auf dieses billige Geld angewiesen ist? Man braucht immer mehr Dollar, um Wachstum zu erzeugen. Also die Effektivität der Verschuldung nimmt ab. Also ist das Rezept der Verantwortlichen zu sagen, ja gut, dann müssen wir halt mehr Verschuldung machen, damit wir überhaupt noch einen Effekt erzielen. Das ist die traurige Realität. Aber im Hintergrund sehen wir schon, dass die Fed eigentlich das Tapering begonnen hat, nämlich durch die sogenannten Reverse Repo Operationen. Reverse Repo oder Repo. Der Repo-Markt ist ja eigentlich ein Markt, bei dem es darum geht, dass ich mir Geld besorge, zum Beispiel als institutioneller Player am Markt, indem ich Staatsanleihen bei der Fed hinterlege als Sicherheit und bekomme dann von der Fed Geld. Jetzt ist es so, dass die Fed auf der anderen Seite jetzt wieder Staatsanleihen in den Markt zurückpumpt. Sie hat ja im Rahmen des QE diese Staatsanleihen gekauft. Jetzt bietet sie im Prinzip diese Staatsanleihen wieder am Markt an über solche Reverse Repo Operationen und die Herrschaften aus den Bankbereichen, die greifen zu. Wir hatten gestern ja fast 500 Milliarden alleine, dass da eben Geld bei der EZ, bei der FED geparkt wurde. Man hat also offenkundig, und das ist eines der Probleme, man hat zu viel Excess Liquidity, also überschüssige Liquidität, die sozusagen regulatorisch für die Banken als Risikopuffer nicht erforderlich ist. Aber was man nicht hat, ist offenkundig Collateral, also die Sicherheiten, also die Staatsanleihen. Mithin, die Banken haben zu viel exzessive Liquidität, aber zu wenig Staatsanleihen. Und das scheint die Fed zu wissen und packt deswegen eben diese Staatsanleihen wieder in den Markt zurück. Bietet also Staatsanleihen an für die institutionellen Player am Markt. Das scheint der Grund zu sein, was da abläuft. Am Repo-Markt ist ja in letzter Zeit dann doch wieder ein bisschen drüber gesprochen worden. Wenn jetzt offiziell mal das Tapering beginnen sollte, und wir erinnern uns, vorher hat Jerome Powell gesagt, we are not thinking about thinking. Jetzt hat kürzlich Daly gesagt von der San Francisco Fed, ja, we are talking about talking, nämlich Tapering. Wir sprechen darüber, also darüber sprechen zu wollen. Und wenn es jetzt also zu diesem Tapering kommen würde, was würde dann eigentlich mit den Anleiherenditen passieren? Wir sehen ja, heute sind die Anleiherenditen gestiegen, eben aufgrund dieser sich abzeichnenden größeren Verschuldung auf der einen Seite,
eben aufgrund des Infrastrukturprojekts von Joe Biden auf der anderen Seite. Und wir sehen, dass normalerweise Tapering bedeutet, dass die Renditen fallen, überraschenderweise. Es ist ja so, wenn eine Notenbank Tapering betreibt, dann reduziert sie die Anleihekäufe. Das heißt, sie kauft weniger, damit ist weniger Nachfrage. Und man könnte erwarten, ja, dann müssen am Markt höhere Renditen geboten werden, wenn so ein Dickfisch, so ein Wal wie die Fed nicht mehr so stark nachfragt, sogar vielleicht in Richtung Null dieses Tapering dann macht, also gar keine Anleihen mehr kauft. Aber wir sehen, dass eigentlich immer dann, wenn das Tapering wirklich beginnt, die Anleiherenditen gefallen sind. Warum ist das so? Nun, weil die Aktienmärkte fallen normalerweise, also die Aktienmärkte, die sich eigentlich ja nur noch um Liquidität kümmern, um nichts Fundamentales mehr, die beginnen dann ein bisschen unsicher zu werden und dann werden Gelder abgezogen aus den Aktienmärkten und geparkt in den Anleihemärkten. So ist nach meiner Auffassung diese eigentlich widersprüchliche Beobachtung zu erklären, dass wenn der große Nachfrager dann nicht mehr so stark nachfragt, die Renditen normalerweise fallen. Sei es drum, wir sehen das heute, hatten wir ja einige Konjunkturdaten, unter anderem das US-BIP, etwas schwächer ausgefallen in der zweiten Veröffentlichung, aber kalter Kaffee. Wir hatten dann die Aufträge, langlebige Wirtschaftsgüter, okay, Erstanträge, die Arbeitsmarktsituation scheint sich hier zu verbessern, aber wichtig war heute aus meiner Sicht die Preiskomponente beim BIP, der Preisindex mit 4,3% zum Vorjahresmonat mit dem stärksten Anstieg seit Oktober 2009 und das ist und bleibt die Grundfrage, ist dieser Anstieg der Inflation nachhaltig oder transitory? Das ist sozusagen die Gretchenfrage an den Märkten, die darüber entscheiden wird, welche Sektoren gut laufen. Wenn diese Inflation nicht transitory ist, dann müssen die Anleihenrenditen weiter nach oben gehen und möglicherweise haben wir diese überverkaufte Situation jetzt schon ein bisschen abgebaut. Alle Welt war von steigenden Renditen ausgegangen, hatte sich entsprechend auf steigende Renditen positioniert, hatte also die Staatsanleihen geschortet und dann hatten wir diesen Rücksetzer, aber möglicherweise ist das jetzt vorbei und wir sehen steigende Renditen. Das wiederum wäre schlecht, vor allem für die Tech-Werte, die da besonders sensitiv sind und schlecht vielleicht auch für Rohstoffe. Wir sehen hier eine Untersuchung von Bloomberg, die sagt, dass der größte Teil der Nachfrage nach Rohstoffen am Markt ist durch Risikoappetit oder Spekulation gekommen oder auch eben als Hedge gegen Inflation, weniger aufgrund realer Nachfrage nach diesen Rohstoffen oder Angebotsengpässen. Ja, es gibt diese Angebotsengpässe, aber da kommt eins zum anderen. Aber ein großer Teil ist schon Spekulation und nicht reine Nachfrage, vielleicht eine interessante Beobachtung. Und wenn wir jetzt zu den Aktienmärkten kommen, der DAX, naja, so ein bisschen unbewegt. Wir sehen die US-Indizes leicht im Plus. Nebenwerteindex Russell 2000 wieder deutlich im Plus, nachdem vor allem AMC deutlich gestiegen ist, diese Meme-Aktie. Ich hatte heute Morgen ja hier die neueste Sau erwähnt, die durchs Dorf getrieben wird. Krypto ist ein bisschen out, jetzt treibt man wieder die Meme-Aktien durchs Dorf und da hatte einer ernsthaft kommentiert, ja, GameStop, das sei doch die neue Amazon, das habe ich nur noch nicht kapiert. Ja, das habe ich nicht kapiert, gell? Also da bekenne ich mich schuldig, ne? Also da müsste schon irgendwie aus einem Kuss irgendwie dann eine Prinzessin werden und nicht ein Frosch, aber okay, man hat ja schon manches erlebt. Also GameStop, die neue Amazon, ich habe selten so gelacht. Aber zurück zu den Aktienmärkten. Wir sehen hier die Saisonalität und wir sehen, dass es so Ende Mai dann so ein bisschen choppy wird, so ein bisschen unruhig, rauf, runter, runter, rauf, unter wenig großer Veränderung. Und das sehen wir derzeit auch. Und dann haben wir so ein bisschen, naja, in der ersten Juni-Hälfte normalerweise in Nachwahljahren, das ist der dunkelblaue Chart hier, haben wir dann eine gewisse Schwäche, bevor es dann deutlich nach oben geht. Wird sich dieses saisonale Muster wiederholen? Das ist die Frage. Heute ein bisschen Bewegung, dann auch durch das zweite Thema von Joe Biden, die Kapitalertragssteuer. Hier jetzt offenkundig der Plan, diese rückwirkend anzusetzen, für alle Leute, die über 1 Million Dollar verdienen pro Jahr. Und zwar ab 22. April, als das bekannt wurde hier von Dow Jones, dass die Märkte erstmal ein bisschen runter, bis man dann gemerkt hat, naja, 22. April rückwirkend, also wenn ich jetzt verkaufe, nämlich Ende Mai, dann bringt mir das auch nichts mehr, gell, um diese Kapitalertragssteuererhöhung zu umgehen, wenn die rückwirkend ab dem 22. April gilt. Aber da haben die Algos dann einen echten Lerneffekt gehabt und gesagt, lassen wir das durchrechnen, gell, also faktisch macht das keinen Sinn.
Dementsprechend haben sich die Märkte dann auch wieder erholt. Und wir haben jetzt vielleicht die Situation hier, die Financial Times, die schreibt, ja, wenn wir jetzt das Reopening in Europa auch haben, so langsam, und die Corona-Zahlen sind ja durchaus ermutigend, dann sehen wir, dass der europäische Aktienmarkt natürlich deutlich günstiger ist als der der USA. Wohl wahr, wir sehen den Wilshire 5000, also der alle Aktien enthält, die in den USA handelbar sind. Da sind wir jetzt bei 200% des BIP. Das ist in Europa deutlich anders. KGV ist deutlich günstiger etc. Klar, die Amis werden meistens mit einem Aufschlag gehandelt. Aber so krass der Aufschlag. Vielleicht die Chance, sich ein bisschen zu erholen. Aber wir haben hier eben auch geopolitische Themen. Russland hat jetzt die Fluglinien, offenkundig die Landeerlaubnis, verweigert, die den weißrussischen Flugraum umschifft haben. Hier ja im Prinzip die politische Maßgabe fliegt nicht über den weißrussischen Luftraum nach dieser ganzen Geschichte mit dieser Ryanair-Maschine. Und das ist eine ziemliche Eskalation, wie Adam Parsons hier schreibt. Das ist schon ein ziemlicher Hammer, wenn praktisch dann die Landeerlaubnis nicht erteilt wird von Russen, wenn zum Beispiel eine Maschine nach Moskau fliegen will, dann den weißrussischen Luftraum umfliegt, dann nicht landen kann in Russland. Echtes Thema. Das wird also jetzt vielleicht die nächste heiße Geschichte. Nachdem wir ja Israel kürzlich hatten, Palästina, nachdem wir immer wieder diese Themen haben, diese geopolitischen Themen, die Märkte interessiert es so lange nicht, bis es ihnen direkt auf den Kopf fällt. Bislang ist das nicht der Fall und wir fürchten, wie einst Asterix natürlich stets, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Hoffentlich nicht heute Abend bei diesem, zumindest in Hamburg, miserablen Wetter. Wünsche ich dennoch einen wunderschönen Feierabend und sag Servus und ciao.